Pfirsich, Kaktusfeige, Hibiskus und Meerfrucht Vanille. Echter Tee. Jetzt eiskalt genießen. Vier leckere Geschmacksrichtungen. Direkt gebrüht. Und weniger Zucker. VitaVate Tee. Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Trying to call you telly. Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich muss ein Intro machen. Elden Ring Videos, Freunde, haben sich sehr, sehr viele gewünscht. Das Problem ist, es ist momentan mein Main Game und ich spiele es fast jeden Tag. Es ist mein Lieblingsspiel momentan. Ist nicht für jedermanns Sache was, aber mir persönlich macht es sehr, sehr viel Spaß. Diese Streams bis zum nächsten Morgen sind brutal. Ich habe das Spiel jetzt dreimal bis 7 Uhr morgens gespielt. Einmal sogar schon bis 8 Uhr morgens. Also es ist wirklich momentan echt krass. Er wurde nicht umsonst Game of the Year 2022 und ich werde dieses Spiel auf jeden Fall durchspielen und dieses Story-Game wird auch, also danach wollte ich God of War spielen, ich werde noch einen Run in Elden Ring machen. Das wird nicht immer kommen, momentan wird sehr viel kommen, weil es mir so viel Spaß macht, aber nicht immer. Viele wollten, dass ich die Videos immer hochlade, aber dann müsste ich jeden Tag ein Elden Ring Video hochladen und das funktioniert einfach nicht, weil ich halt einfach viel mehr Content mache. Ich streame momentan so 10 Stunden, fast jeden Tag oder 8 oder 9 und dann mache ich mehrere Sachen und versuche immer nicht zweimal miteinander das gleiche zu bringen am Videos, deswegen konnte ich das nicht machen. Das heißt, ihr werdet jetzt ein Video sehen aus den letzten Wochen. Da habe ich mehrere Endbosse besiegt. Da waren so ein paar andere Momente dabei. Ich weiß selber nicht, wie es gecuttet ist. Ich hoffe, es ist verständlich. Mit im Discord waren oft Kaisar, Reapers und Elotrix und ich. Also immer mal unterschiedlich. Mal zu zweit, mal zu dritt, mal zu viert. Wir haben uns gegenseitig immer ein bisschen verarscht. Nicht wundern. Ist alles nur Spaß. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ist mein erstes Soul-Game. Die finden es, glaube ich, auch lustig, dass ich da reingehe. Auch richtig aufs Maul bekomme. Das gehört dazu. Ich bin mittlerweile 800 Mal in diesem Spiel gestorben. Ich benutze keine Aschen oder so. Ich habe ein sehr gutes Bild. Das ist so, mit was du spielst. Ist nicht mehr ganz so stark wie früher, damit ihr es schon mal auch seht. Das ist, glaube ich, wird auch ein bisschen geswitcht. Bevor irgendwelche Leute kommen, ich werde nicht mit irgendwelchen schlechten Sachen zocken in meinem ersten Run. Das werde ich vielleicht später machen. Auch nicht mit den krankesten OP-Waffen. Da gibt es nämlich 2, 3 Stück. Ein paar andere Streamer haben die nämlich auch benutzt. Aber jeder kann so zocken, wie er will. Ich habe so ein gutes Ding, aber nicht komplett schlimm und bekomme gut aufs Maul und zocke es halt. Jetzt guckt euch das an. Ich bin noch nicht fertig mit dem Spiel, kommt aber noch und es wird wahrscheinlich einen zweiten und einen dritten Part dann geben. Kuss geht raus, könnt mir gerne schreiben, wie ihr das findet. Die anderen Videos kamen auch sehr, sehr gut an. Ich glaube, die haben, das eine hat irgendwie 200.000 Aufrufe, das andere 150. Also es lag auch nicht daran, dass die Videos nicht gut ankamen, sondern ich hatte einfach nur keinen Platz. Das ist einfach geil, dass es so über einen längeren Zeitraum auch geguckt wird. Dieses Video gucken wahrscheinlich Leute, die noch in 3 Monaten sich dann Elden Ring Videos angucken. So viel dazu, genug gelabert, viel Spaß mit dem Video. Der ruft jetzt seine ganze Bräs halt. Alter! Ich höre mal meine Wölfe. Chuck! Ruffy! Ja, okay, Bro. Du bist ein Loser. Wo ist denn mein Blutungsschaden? Jetzt ist der weg. Lass mein Brain in Ruhe. Wo ist der? Ich wieder abmelden, da hinten. Lacher mit Beschwörung. Nur die Minibosse. Außerdem Beschwörung war okay. Diese ganz brutalen Zauberdinger, die nicht. Meine Qualle und ich sind eins. Und meine Wölfe auch. Ich brauche übrigens für dieses, was wir abgesprochen haben, Kaiser, ich brauchte Geschick 12 und das andere 10. Das kracht komplett. So, absaften. Gegner zu Fall gebracht. Nicht mal einen großen oder was? 4700. Digga, meine Qualle kommt gar nicht hinterher. Ich glaube, das Ding ist sauber. Ich glaube, der Drache ist wirklich sauber. Digga, das ist ja der nervigste Drache, den es gibt.
dann kill mich doch. Auf dem Pferd ist aber nicht, also dann treffe ich den nicht so oft. Brauchst du erneut rufen? Nein. Vielleicht schon. Chat, Pferd nochmal rufen? Warum nein? Ja? Okay. Ja. Krieg ich meine Purpur-Träne dann aber wieder oder was ist das? Bleib hier. Nein, nein, nein! Oh! Ja, okay, du bist der Beste, Bro. Hallo! Warte, Chat. Ich bin noch nicht bereit, loszulassen. Mann, er nervt so krass mit seinem Weggefliege. Treff doch, Bro! Mann, Digga. Ein, zwei Schläge und er verpisst sich wieder direkt. Nein! Nein! Ich habe einen letzten Trank aus Versehen genommen. Wo ist der? Was ist denn das jetzt? Er ist auf dem scheiß Baum. Es ist so ein Mastschummelt. Go. Jetzt. Bitte. Nein. Jetzt. Saft ab. Saft ab. Saft ab. Saft ab. Meine Fresse, großen Gegner zu Fall gebracht. Plus 14k. Sag ich, Drachenherz, nehme ich. Mickey ist der Wirtwolf. Also herkommen. Bastard. Diese Sprungangriffe. Man muss halt immer die Angriffe checken. Der ist einfach, glaube ich. Ne, doch nicht. Der ist einfach. So, jetzt ficken. Zurück. Nein. Mal einen noch Block. Bist du? Noch ein. Chill. Okay, es sind drei Angriffe. Noch ein. Nee, noch nicht. Digga! Abwürden. Abwürden! Schluck Schnecken. Speicherstein. Nehme ich mit. Wie nein. Ich will mir jetzt schon mal das Ding hier runter. Komm runter. Komm runter. Ich werde so auf dir absaften. Schlampe. Hure. Mach weiter. Mach weiter. Ich werde alles an. Ich werde alles an. Nein, sie ist fast tot, Leute. Ja, du wirst jetzt sterben, alte Hure. Sag meinen Namen. Du bist es nicht würdig, ein Boss zu sein.
einfachste Boss in Game. Ist die Kacke gewesen. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie schwer ist. Jetzt, das ist mein Spiel, sowas hier. Ich darf nicht so oft getroffen werden. Ich habe nicht so viel Leben. Ich spanne einfach immer alles an und renn zu hier. Ganz ehrlich. Okay. Warte mal. Spielstopp. Hau dir einen Drink ein! Ich werde erst beim zweiten Mal schaffen. Digga, wie sie nervt. Mach irgendwas. Ach nee. Die Hure ist nur am Zaubern. Ich werde da reinrennen und sofort meine Qualle holen. Ist das... Nee, Qualle wird nichts bringen. Direkt rein da. Gar nicht zaubern lassen, hä? Schau, wie kacke die ist. Das ist nicht würdig. Das ist nicht würdig. Aber warte mal, wer ist das? Steh auf, Bro! Jetzt werde ich absaugen. Fresse halten! Ach, sie rennt wieder weg. Gar nicht erst zaubern lassen! Lass ihn nicht zaubern! Lass ihn nicht zaubern! Oh, wieder weg hier. Ein noch so ein starker Angriff und dann ist das Ding über. Und jetzt wirst du loslassen. Na, hier wird niemand kommen. Jetzt muss schnell gehen. Absaften. Du bist es nicht wert, ein Endboss in Elden Ring zu sein. Sie ist es nicht wert. Wie viel Kohle habe ich denn bekommen? Digga, die hat einen Drachen beschworen? Will die mich verarschen? Die war die schlechteste. Das ist der einfachste Boss in Elden Ring, ne? Für meine Wölfe, Spike. Und jetzt werde ich auch euch absaften. Ja, die sind voll schwer. Scheiße, ne, du Bastard. Wenn deine scheiß Rüstung durch ist. Schön Spike, schön Spike! Okay, jetzt kommen wir zu dir. Alles anspannen und absaften. Gar nicht zaubern lassen, den Bastard. Drück ihn eine, drück ihn eine, drück ihn eine. Absaften, sag ich. So geht das. Das Teil explodiert. Wie viel Kohle habe ich bekommen? Warte mal, es geht weiter. Richtung Boss Radahn. Ne, da gehe ich nicht hin. Das sollte einer der schwersten Bosse sein, ne? Radahn? Der Drache, da werde ich loslassen. Nein, 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 nein. Digga, das ist so ein schlimmer Bereich hier. Ich bin noch nicht bereit für den Bereich. Da sieht auch schon wieder verwirrt aus, der Typ da. Was mit dem? Alter Schwede. Digga, ich kämpf gegen zwei Bosse! Hier sieht's für Endboss-mäßig aus. Oh nein. Und ich hab kein Leben mehr. Das ist der, ne? Ich hasse so Zauberer. Die sind so ekelhaft. Hey, du, by the way, kleiner Tipp, wenn du gegen den Boss nicht fighten willst, ne? Du stirbst im Bossraum, kannst deine Seelen nehmen und Spiel verlassen drücken, dann spawnst du wieder vor dem Bossraum. Echt? Ohne dass der Boss tot ist. Ja. Der ist. Ich hasse Zauberer. Weil das hier doch die entspannte Variante ist. Das ist eine entspannte? Ja. Nein. Ich werde absaften, ich werde alles gehen. Ich werde mein Leben. Nein! Kaiser, ich mute mich kurz, ich werde den kurz ficken, was er braucht, dann werde ich mich entmuten und dann gibst du mir den roten Faden. Okay. Mano! Digga, er mit deinen scheiß Tricks verzaubern die ganze Zeit! Er verzaubert nur die ganze Zeit!
absaften. Jetzt werde ich absaften! Gierig! Absaften! Abgesaftet! Loretas Großbogen, gib mir dein Geld! 10k! Und der war einfach? Ja, der war echt nicht so schwer, muss ich sagen. Ins Loch? Hier rein, genau, ja, hier rein. Jetzt auf, jetzt da, rechts, hier rum. Nein, rechts, genau. Ist ja nichts. Nein, rechts. Ey, pass auf, das sind Gegner, Digga, ne? Pass auf, Digga. Ich hab's dir gesagt. Digga, dein Chat schreibt, da stirbst du niemals. Die sind geisteskrank OP, die Gegner. Bro, ne? Ein Schlag? Ein Schlag? Ich bin tot, ich bin Level 57, Bro. Ich hab 20 ja, Spielstunden, was ist das für ein Spiel? Sternsiege, Sterngeiselradan. So, wo ist denn der Brave? Bro, der hab ich getroffen, ich hab den nicht mal gesehen. Er hat Blutungsschaden bekommen. Meine Braves kämpfen die ganze Zeit gegen ihn. Digga, der ist fast tot! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist weg? Er ist weg? Er ist wieder da. Ich schau meine Bres wieder. Hallo? Hi, Eli, hast du gerade verloren? Ja, warum? Zeitpunkt, um Manni und Diego vielleicht mal ein kleines Häppchen. Ja, ja, die pennen. Die haben ihre Zeit. Ich hab das im Blick. Eifersucht. Nee, nein. Jetzt ist 3 Uhr morgens. Jetzt musst du denen langsam mal was geben, sonst bringst du den ganzen Rhythmus durcheinander. Nein, das stimmt gar nicht. Ein Versuch noch. Und das Katzenklo musst du auch noch sauber machen. Ah, ich lass los. Warte mal. Jetzt bin ich wegen dir wohl nicht getroffen. Ich bin tot. Das zählt nicht. Das war der Versuch, oder? Nein, du hast mich abgelenkt. Mach Meter weg. Bro, was ist das denn? Ich hatte den krassesten ersten Versuch, den es gab. Wisst ihr, was mir voll Spaß macht? Diese Sidequests, also nicht Sidequests, sondern diese Dungeons machen mir voll Spaß. Mann, und der wird jetzt absaften. Bastardsohn. Du wurdest gepatcht. Du bist nicht mehr der Alte, habe ich gelesen. Ich habe mir 3 Stunden Videos über Elden Ring angeguckt. Leone. Bro, ist nicht möglich. Digga, wie habe ich am Anfang ihn so viel Schaden gemacht? Wie habe ich am... Bro, erste Runde, er war fast tot. Seit 3 Runden habe ich ihn habe ich ihn nicht einmal getroffen. Lass Leon in Ruhe. Das ist mein Topf. Mein Topf. Alex. Mann, Bro, es ist geisteskrank. Wenn er dich einmal hat, ist zu Ende. Jungs, ihr macht das klasse. Wir halten hier zusammen. Wir halten hier zusammen. Wir machen das klasse. Das ist mein Löwe. Mein Ding. Ja, Reapers. Weißt du, wer mich richtig gebrochen hat? Na, ich lass direkt los. Runter. Das muss jetzt kommen. Absaften. Schön. Einen kurzen. Auswäschen. Einen kurzen. Ich muss meinen Superangriff machen. Absaften. Schön. L1. Geh hin. Einen kurzen. Ich habe noch 2. Meine Kumpels in Ruhe! Boah. Guck mal, jetzt muss ich bleiben. Jetzt muss ich dranbleiben. Bleib beim Speck. Schön. Bist du schon? Schön. Den kann man gar nicht auswählen, den Schlag. Du musst herkommen. Spann alles an. Blutungsschaden muss jetzt knallen. Schön. Fick ihn.
Blutungsschaden. Alles anspannt. Blutungsschaden. Das meine ich. Habt ihr gesehen? Ich habe ihn dreimal. Okay, Jungs, kurze Teambesprechung. Wo kommt der eigentlich? Defensiv jetzt. Ich höre jetzt meine ganzen Brays. Ich glaube, die Dinger sind one-hit. Auf ihn rauf. Er hat's verdient. Schön ausgewischen. Absaften. 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 Nicht schlimm. Ich muss noch nachkommen. Was ein Loser! Was ein Loser! Radans große Rune. Vierte Klasse. Hab meine großen Brüder geholt. Coole Katze in, aufpassen. Ja? Okay. Ach, das ist jetzt wichtig, was jetzt passiert? Okay, was passiert? Da ist eine Gnade, die hol ich mir. Wie eine 1 hol ich mir die Gnade. Das ist nicht meine Gnade. Doch, das ist eine Gnade. Schnell! Nee. Schnell, Gnade! Spielstopp! Hol dir die Karte, Bro! Hat's geklappt? Hier! Königliche Hauptstadt. Abhauen, nochmal versuchen. Auch nicht abholen. Digga, krieg ich jetzt zweimal eine goldene Sache? Dreimal? Zwei Stück ist das geisteskrank. Was ist das? Baumgeist. Ich sehe gar nichts. Warte mal, ich kenne seine Angriffe doch gar nicht. Einzige Möglichkeit. Was meine Wölfe in Ruhe? Und jetzt absaffen. Blutungsschaden. Deswegen bin ich hier. Wegen dem Blutungsschaden. Ich habe das Spiel verstanden. Blutungsschaden. Kurz mal Ausdauer abwarten. Und wieder rauf. Na, schade. Das ist ein Baum. Ach, der Nottenbaum hat kein Blut oder was? Aber ist machbar. Andere Waffe. Ich bin vorbereitet auf sowas. Ja, also hier. Du hast echt krass reingesuchtet, Digga. So, jetzt zeig ich mir was. Jetzt bist du nämlich stolz auf mich. Ich sehe, der hat keinen Blutungsschaden. Was mache ich? Meine andere. Doch, Waffe. Hat er. Hat er? Hat, ja, du hast ihn nur nicht geschafft zu procken. So, müsst ihr gleich nochmal Feedback geben, Chat. Sprungangriffe auch immer gut, ne? Ja, doch. Es gibt auch einen Talisman, der Sprungangriffe noch verstärkt. Ja. Jetzt habe ich ihn auf 110%, Chat. Chatmate. Boah, da war der Blutungsschaden. Deswegen bin ich hier. Weißt du, was ich überlege? Mir erzähl. So diese zwei so kleinere Schwerter zu holen. Ich hab's ja gestern schon in den Chat geschrieben. Diese krummen Schwerter. Ja, die haben halt noch schnelleres Angriffsmuster, aber noch weniger Range, ne? Ja. Und denk dran, Eli, ich sag's nochmal für dich. Irgendwann wird ein Boss kommen, der immun ist gegen Blutungsschaden und dann hast du mit den beiden Zahnstochern dann eher nicht mehr so viel Freude. Abgesaftet. Gute Ausweichmanöver. Goldene Saat. Aber das gibt mir nicht mehr. Asche des verbrannten Ritter-Olex. Zeig mal die Asche. Kriegt ja. Man da Olex Asche, Chat? Ja, na klar, wie geil. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist eine der geilsten Aschen im Spiel. Ja? Ja, ja. Also, mein Chat und ich würden sagen, die beste. Das ist einer von diesen ultra krassen Rittern mit so zwei Schwertern.
Ja? Der alles totfickt. Der macht wirklich krasse Moves. Du musst den mal spawnen. Ich hoffe, du hast genug Mana für den. Ich fühle mich auch so langsam. Wie? Warte mal, die Gnade hatte ich doch die ganze Zeit, Bro. Nein, nee, du hast die gerade aktiviert, ja, okay. Bruder. Wie kann man denn so lost ja, sein, Alter? Okay, ach du ja, Scheiße. Okay, er stellt Gott. Sich an, die Gnade aktiviert sie und schreit das, rum. Ja, und sie hat sich schon die ganze Zeit. Weil da nicht diese also Dinger wirklich. Hinkamen. Da kam nicht diese. El Fäden. Steht für lösch dich. Diese scheiß so, goldenen Fäden. Ja, das da kommt nicht. Auch nur bei Nacht, du Clownsnase. Das ist dumm, Digga. Was geht denn hier, Digga? Das bin ich. Ich kämpfe gegen mich selbst. Hat er auch Getränke von mir? Der spielt besser als ich. Digga. Saft ab. Saft ab! Ja, darum. Digga, wie OP du bist, ist ja unerträglich. Wie sieht's verendbossmäßig aus? Verendbossmäßig! Und er sagt immer. Endboss, zu jedem Boss, ich raste aus. Er sieht verendboss aus. So was habe ich. Er findet einfach eigene Worte. Mainboss für Carsten. Auch kein Mainboss. Ein Side-Dungeon-Mini-Boss. Auch kein Side-Boss, sondern ein Boss. Das ist so ein scheiß Elch. Wir haben dir einfach einen Elch angedreht. Genieß den Boss. Oh, der macht ja Damage. Haben die den gebufft, Chat? Oder Eli ist echt noch zu weak für das. Digga, ich bin tot! Ich bin tot, Bro! Ich hab 15k Runen. Yibi! Ey, der nimmt sich Leben! Der ist wieder full life! Ich plopp nen fucking Fuß. Carsten, der ist full life! Ich hatte den fast tot, dann hat er sich geheilt. Der ist wieder full life. Ja, Bro, das ist halt ein Naturgott. Heilt sich. Mit der Kraft der Natur. Pass auf den Eseltritt auf, Oleg! Er heilt sich schon wieder! Saft ab! Saft ab, Oleg! Mann, Digga, will er mich verarschen? Chat, ich sage nochmal, Dickliebe, so ein geiler Vibe einfach beim Elden Ring spielen. Ich kann das nicht mit dem. Jetzt mal ganz kurz, mache ich irgendwas falsch? Nein. Digga, er hat sich dreimal geheilt, Carsten. Dreimal, was soll ich machen? Davon abbrechen, also draufschlagen, wenn er sich heilen will. Hab ich gemacht, bringt nichts. Mann, Eli, ein Baum schlägt mit einem riesen Ding nach mir. Mach was. Ich kann nichts machen, mich fickt so ein scheiß Elf! Zum fünften Mal, Digga! Keine Ahnung, wie oft schon gestorben bin. Er tritt mich, Eli! Warum machst du nichts? Bastard, Elf! 118k! 118? Woher? Woher 118? Ah, rein! Ich bin rein! Woher 118? Digga, von dem Boss, den ich gerade gelegt hab, Mann. Mein Chat sagt, er heilt sich aber nur maximal dreimal. Vielleicht kannst du das auch einfach aussetzen. Er heilt sich schon wieder, der Nottensohn. Guck mal, er verpisst sich auch immer. Mein Chat sagt, du schlägst daneben. Ja, gerade habe ich daneben. Gerade war es daneben, aber... Ich bin kurz davor, eine große Rune zu aktivieren, ne? Der visiert nie an, das muss man aber auch nicht, Chat. Man kann auch ohne anvisieren spielen, wenn man möchte. Ich visier an! Alter, Chat, ich habe heute den Spaß meines Lebens einfach 800 Stunden live und noch kein Ende in Sicht. Guter Durchgang, Chat? Durchgang! Ein guter Durchgang! Esetritt. Das Ding ist auch krass hier, Chat. Steinstachelträne. Gleich kommt Oleg, mein Dreh. Guck
Guck mal, wie wenig Leben er hat jetzt. Guck mal, jetzt hält er sich gleich. Bastard, ey, Schatz. Da ist er. So, einmal noch eine Superattacke. Mein Chat sagt auch, du bist zu gierig. Ja, das kann auch sein. Ja, das ist immer. Das ist sogar mein Nachteil. Doch, aber also. Jetzt, Mann. Oh, warte mal. Jetzt schaff ich's. Mann, eine Watch Party. Ich schau zu, ja? Oleg, jetzt oder nie? Jetzt oder nie, Oleg? Er heilt sich. Scheiße. Jetzt oder nie, Oleg? Mann, ich hab ihn nicht gesehen. Ab! Und nicht die Purzelrollattacke. Ich kann die nicht aufwerfen. Purzelrollattacke. Kann es sein, dass der gegen Blutung immun ist, Chat? Ja, ja. Das die Blut- und Proc-Gun. Ich glaube, das ist der Durchgang. Ich habe noch 3 Flaschen zu leben. Oleg? Ist halt geil, ja. Ist gegen Blut und Schaden immun, ne? Ja, ich glaube. Deshalb ist dein Bild halt gegen ihn auch echt ein Nachteil. Also du machst deutlich weniger Damage eigentlich, als du würdest. Du hast die Waffe, by the way, nur einhändig, ne? Nee, oder? Doch. Der hat schon gewonnen, so. Jetzt weiter. Jetzt sagt der Schaden bei ihm. Der klingt so soft. Doch. Er ist bereit, Carsten! Er ist bereit, Carsten! Er ist bereit! Ja, so Bastard, immer Elch. Dranbleiben. Man schafft die schon. Rex Elch. Du hast recht, er hat recht, Chat. Und deswegen habe ich 2 Klassen sozusagen. Einmal eine Fürblutung, eine Gegenblutung. Beide kann ich aber mit Geschick spielen, oder? Blutung, Dreiszahn? Richtig. Beide kann ich. Das heißt, Geschick ist mein Main-Ding. Der gibt mir 100k, der Bre? 118k gibt der dir, ja. Wenn du den Ding davor ploppst. Wow. Ich bin fast tot, Bro. Ja. Wie du einfach den Baum disrespected hast. Warte mal, der Baum! Der soll mal kurz chillen. Ich hab keine Waffe. Er soll kurz. Warte mal, ich war noch gar nicht bereit, Digga. Ich war doch gar nicht bereit. Das ist den Bossen egal, Bro. Digga. Einfach gesniped. Den Anfang krieg ich ganz gut hin. Der verändert ja auch nichts mehr, außer dass er manchmal dann diese Kometen schießen lässt.
einhändig, ja, einfach auf das beidhändig nochmal drücken, dann ist sie wieder einhändig. Oh, Eli, Eli! Keine Show, Eli! Keine Show! Denk an den Fuß, kurz bevor er low ist. Nimm den Fuß jetzt in einem ruhigen Moment. Komm, hast du! Saft ab! Saft ab! Ja, alle echte! Mein Gott! Ich hab sogar den Fuß genommen, ne? Den Fuß hast du genommen. Boah, 118k! Ja, Eli ist stark genug, Chat, der muss ihn nicht. Komm. Er gegen mich. Über sich. Abgesaftet, du Nuttensohn. Gegner zu Fall gebracht. Du bist vergiftet. Ja. Und da bringt Blutung nicht bei denen hier? Ich bin mir nicht sicher, aber der sollte eigentlich auch gegen Blutung immun sein. Der läuft so nicht rein und das Magma am Boden hittet sich dann die ganze Zeit. Er hat doch Schuppen an seinem Körper und die Schuppen sind logischerweise hart. Und die weichen Stellen, wo er nicht so wo er nicht so viel Rüstung hat, kriegt er mehr Damage. Ist auch bei vielen Gegnern so, die starke Rüstung haben, also von hinten kriegen die deutlich mehr Damage. Ist bei uns selber auch so. Also Gegner, die uns in den Rücken schlagen, machen uns exorbitant mehr Damage. Du wirst später noch einen Gegner treffen, Eli, der wird dich zur Weißglut bringen. Sternfallbestie heißt das Viech. Das hat gefühlt überall am Körper so Schuppen. Also ist kaum, man kann dem kaum Damage machen. Ach, Digga, ich bin doch ausgerichtet. GG's. Schaden. Absaften. Abgesaftet! Ich bin nicht mehr in der zweiten Klasse. Er konnte mich nicht mehr ärgern. Mondschleier. Der Endboss? Was ist das? Oleg, Bro! Was ist das? Ist die Rollattacke. Der ist sehr stark. Das ist Oleg in Ruhe. Oleg in Ruhe, du Bastard. Oleg, mach dein Ding. Lass Oleg in Ruhe. Oleg. Bastard, Sternfallbestie. So spielt man den ganzen Lachs. Gib mir Kohle, dunkle Schmiedestein 6 und den werde ich auch ausrüsten. Hallo? Boah, Digga, hab ich mich gerade erschrocken. Schau auf den Tacho, wir haben 35. Wenn du den Boss legst, ohne Beschwörung, bis 1 Uhr, 100er Sub-Bomb. Mann, ich mach so eine Sache. Ich werde sofort doch, Oleg doch. Holen. Ich werde sofort Oleg holen. Sofort nein, nein, ohne Beschwörung. Mit Oleg. Gut, dass er die Wette nicht angenommen hat. Stimmt. Gut, dass er die Wette nicht angenommen hat. Was passiert denn hier? Alter. Komm, ich das Spiel verstehe langsam. Wieder wie OP die Waffe ist, Chat. Deshalb sag ich ja, Blut und Reißzahn. OP. Oder aber Game of the Year, Mann, ich schwöre. Carsten hat gesagt, ich soll keinen Finisher machen. Ich soll immer dann von hinten angreifen. Das
Sag doch mal ehrlich, Chat, ist dieses Game nicht einfach eine Bucht? Hast du ihn? Ja, mich. Aber ich schaff den. Ja, okay, Radan war nicht so low, aber der ist auch so kompliziert. So designt. Boah, ich bin das schon tot. Bin ich eigentlich gestorben, Chat? Oder immer noch keine 15er-Bombe? Ja, ich darf nicht zu dir sein, Chat. Ne, der eine oder andere Fußballer ist erfolgreich und hat ein paar Schnecken in den DMs. Die einzigen Schnecken, die ich habe, sind bei Elden Ring, die durch die Gänge fliegen. Neckos. Meckos. Nein. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist doch einfach nicht wahr! Die Nacken werden gefälscht für den Kopf! Ich lasse das wirklich aus! War so kurz vor einer 100 Euro Trinkgeldbombe und dann hat er einfach, Digga, das hat mir einfach Monopoly-Geld angedreht. Wichtig! Wichtig! Carsten, alles anspannen. Digga, er will das Trinkgeld nicht geben, Eli. Alles anspannen, Carsten! Ja, ich spann an. Bei mir hat's nichts gebracht. Alles anspannen! Abgesaftet über sein ganzes Gesicht ins Auge. 94.000. Da hätte ein Rundbogen, Matt, da hätte ein goldener Fuß geschmeckt. Oh, wir haben es geschafft, Chat. GG's. Also, du wärst ein bisschen tankiger, würdest du teilweise ein bisschen mehr aushalten. Also, ja, ich muss unbedingt eine Full-Kombo. Ja, safe. Großschwert des Götters irgendwas. Der Götters... Der Götter, Göttertötenen. Gottes... Irgendwas. Göttertötenen. Alter. Wer wird denn? Alter! Ist der schwer? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das? Was macht der? Digga, was geht denn hier? Und jetzt defensiv spielen. Das ist hier so nur ein Vorboss. Nicht mal der Mainboss, der Bastard. Lass Oleg in Ruhe. Lass mein Bro Oleg in Ruhe. Lass mein Bro Oleg in Ruhe. Ich weiß nicht, wie es geht. Wow. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe!
Ich lebe. Gefickt, was er braucht! Gefickt, was er braucht! Hä? Digga, wie konnte ich das überleben? Das hat mich sonst immer one-hitted. Das ist nicht der Endboss. Doch, das ist der Endboss. Ich hab keine Ausdauer mehr. So reicht man auch. Das ist ein Vorboss? Werd absaften, du Nuttensohn! Gib mir alles, was du hast, wie viel Geld. Talismanbeute. Oh, jetzt kann ich einen vierten benutzen, oder was? Wecke. Ich hab deinen Angriff noch nicht. Das Problem. Geh mal hinter ihm. Aber was ist das? Was passiert hier? Uah! Kann auch kommen. Wecke. Ja, okay. Ja, der weiß die ganze Zeit aus, der Bastard. Einzelne schaffe ich. Jetzt zweite Phase. Jetzt muss ich lernen. Das ist nur Lernprozess, das Ding jetzt hier. Die zweite Phase fickt mich immer so gut, was ich brauche. Saft ab, schnell! Schnell! Besser wird's die Runde nicht.
Mich nicht aufschließen, bitte mich nicht aufschließen. Saft ab! Du Hurensohn! Ich spuck auf dich, Margot! Gib mir deine Kohle, gib mir deine Kohle, gib mir deinen Zaster! Ach was, das, du hast dich schon gerufen, oder was? Ja, Oleg habe ich schon mal bei Mainbossen. Lara! Oleg ist tot, nee, Bro! Ist okay, nee, aber wenn du es jetzt schon gemacht hast, dann ist ja okay. Also, wenn du Lara sagst, nur Mainbosse, dann. So macht's Mickey ja auch, glaube ich. Lara! Hä, warte mal. Nein, Quatsch, lass ihn nicht sagen. Lachor! Digga, was macht der für Angriffe, der Bre? Auch in Dark Souls 3 war die auch übel geil, die Story davon. Ja, ja. Ey, ich werde ihm ficken, was er braucht. Aber wenn man da den Twitch-Chat nicht hat, der das nochmal. Ich finde, man begreift das immer so teilweise. Aber der Twitch-Chat, also wenn das nochmal so Leute einem erklären in eigenen Worten, peilt man es besser. Oh, die sieht ja geil aus, die Hülle. Okay, ich habe meine letzte legendäre Waffe. Dann ist die Trophy durch. Die muss ich jetzt holen, ja. Muss auch jetzt in den Guide gucken. In den Geiderino. Ich glaube, Super Kamiha ist das. Viel Spaß. Aber ich muss sagen, ja. Ich finde am Anfang. Ich glaube erst seit Kort. Jeder sollte das Game zocken, wie er will, muss man sagen. Nö, ja, Lacher. Ja. Lachor. Ist das Mickeys Lachor. Erstes Story-Game? Egal, Lachor. Nee, er hat Sekiro gespielt, das Schwerste. Ja, Eli hat schon recht, jeder soll das Spiel spielen, wie er will. Ich bin schon wieder tot! Kennst du den einen Dude, der es geschafft hat, alle Soulspawns in einem Stück, in einem Stream durchzuspielen, alle No-Hits? Das ist am so Stück. Am Stück. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Eine Streamer, es gibt doch eine Streamerin, die hat Malenia Level 1 mit Tanzpad gemacht. Ja, ja. Mit das Tanzpad! Auch, das ist geisterkrank. Was passiert jetzt? Alles anspannen, besser wird's nicht. Nein. Was ist das für eine Attacke, Bro? Wobei, Eli sieht gut aus, Alter. Zieh durch. Kriegt so wenig Damage von dem Storm. Bin ich das auch genervt? Weißt du, was sie so krass genervt haben? Warte. Ja, vielleicht hat er es. Gleich hat er es. Es safte ab! Stark, Eli Jello. Es safte ab! GG's. Safte ab! Gib mir dein Geld. Ich will meine Quest anfangen. Was sagst du zu einer nicen Quest? Welche Quest willst du anfangen? Ich weiß nicht. Ja, Bossfight ist Zeit langsam. Ne, ich will ja nicht so durchwaschen, Bro. Ich hab gestern, in meinem letzten Stream habe ich schon Bossfights gemacht. Du hast kaum was gemacht. Ey, wir waren noch zusammen. Hä? Ich hab in meinem letzten Stream habe ich Morgoth gekillt. Ah ne, stimmt, hab ich gar nicht. Ja, letzten Stream haben wir zusammen. Was redest du? Du hast gar nichts gemacht im letzten Stream. Wie? Gar nicht, ich hab meine Blumen vollgeheult wegen dem Dunkelschmiedestein 7. Ja, da, Digga, der. Was war dein letztes Stream? Ja, genau. Okay, wenn du willst, mach Dungeons, wenn du die Nerven dafür hast, aber die sind brüchig, ne? Da heulst du mich dann auch nicht voll. Da hast du Orientierungsverlust und ganz miese Schmerzen. Aber am Boss jedes Mal am Ende. Ja. Ich will nicht so durchrushen durchs Game. Sollst du auch nicht. Ist gut. Nur eine gute Einstellung. Lisa, wir haben, also ich vor allem und Carsten auch. Chris hat ein bisschen gerusht, der Wichser. Aber Carsten und ich haben jeden Stein umgedreht in dem Game. Silvan hat wieder Tierfuß. Das stackt noch das Glück beim Finden. Aber. Bin ich jetzt tot? Wenn du da eins. Oh ja. Wenn du da eins nicht springst, stirbst du. Gib mir so eine. Was ist das hier für ein Scheißding? Das ist der Baum. Ja, sieht aber nicht aus wie ein Baum. Oleg, komm, saft da mal ab, Oleg. Zieh dich an. Zieh dich mal an, Oleg. Zieh dich mal an, Oleg. Zieh dich mal an, Oleg. Digga, wie viel tanken eigentlich meine ganze. Wie viel tanken die immer meine Aschen? Oleg ist ein richtiger Ehrenmann. Ja. Oleg muss absaften. Lass mal Oleg mal einen absaften. Weil gegen die Mainbosse kommt er nicht zum Einsatz, der Dreh. Ich mach jetzt auch einfach mal meine Arzneimischung, einfach mal so. Ja. Jetzt kann ich einen tanken, einen Schlag. Ja, siehst du auch so eine Bubble um mich herum. Oh, wie ich dodge, bitte.
absaften. Abgesaftet. Gib mir deine Kohle. Ja, habt ihr mal getestet, mein Trank? Oleg, GG's. Ich glaube, die sind nicht legendär. Ja. Aber davon muss ja auch was wieder. Achso, ja, das wolltest du farmen, genau. Aber das findest du irgendwo anders nochmal. Das geht schnell. Khalid. Also. Ja, Khalid ist das riesige Gebiet, wo Radan war, dieses rote, weißt du? Ja, riesig. Warst du in Khalid schon in diesem großen, riesigen Turm? Ja, ich glaube schon. Wo dieser Boss in weißer Robe drin ist? Ich glaube, da war es schon. Ja, ich meine, was in-game, dass ihr Elden Ring suchtet, ist klar. Was ist das hier? Wer ist das hier? Verheerer der schwarzen Klinge, Verehrer. Da hab ich Respekt vor. Wo bist du gerade? Ich bin bei irgendeinem Team. Eli? Der ist im Schneegebiet jetzt gerade. Boah, Schneegebiet! Oh mein Gott, wie geil! Reapers! Da kommt ja eigentlich nur das Blutgebiet und... Weißt schon, wen anzünden und dann... Ab zum Tornado-Gebiet und auch zum Harligenbaum. Speicherstein for Free Chat. Weißt du, was ich für ein Dodger bin? Dodger 3000. Alter. Das Moonville Katana ist auch so geil, ne? Ich schon wieder sehe im PvP. Das hole ich mir. Das ist meine Waffe ohne Mana dann. Also ohne Zaubern. Oh mein Gott! Aber allein in der Waffe er war fast one! Digga, das habe ich, jetzt habe ich alles gesehen. Wie lange bleibst du noch on? Bis Eli bei Malenia ist. Alter, ich spiele gerade noch. Spontaner 72er, Digga, holen. Ich freue mich so heftig, Eli bei Malenia zu sehen. Reapers, hab gehört, du Geek hast dir irgendwie 10 Tries gelegt. Ja. Also, mittlerweile müsste das aber eigentlich schon schneller gehen. Das Moonlight war nicht so gut. Hast du gesehen, du warst doch dabei, oder? Ja. Hat alles gedodged, die dumme Sau. Jede Attack konnte die dodgen. Ich habe auch wieder ein bisschen länger gebraucht. Ich gehe sein. Aber ihre halt erste Phase kann man so clean spielen, bis auf den Wirbel halt, ne? Du gehst unter, du Bastard. Gib mir dein Geld, 60k. Saft dich ab. Nur ein Versuch. So, wenn du es annimmst, dann steht da so, Operator haben den Champions-Auftrag gestartet. Und dann musst du drei Elemente sammeln. Das erste ist Plutonium. Nee, nicht das erste. Das erste ist BE, also Beryllium oder so. Und wenn du das auch annimmst, hast du eine riesige Krone. Die sieht die ganze Map, jeder Spieler sieht das. Oh nein. Gibt's das zweite Element, das Plutonium, das macht dir die ganze Zeit Damage. Jedes, der in der Nähe ist. Und das letzte ist Tritium, das verdeckt deine Minimap. Viele Konterdrohne. Und du musst halt alle drei musst du zu einer Bombe bringen und die da reinmachen und die dann zünden. Und dann musst du wieder so halt. Boah, das macht schon Bock mit der Waffe, Chat. Was sind das für Fliegen? Warum kriege ich durch diese Fliegen so krass viel Schaden? Das ist der Durchgang, du Bastard! Nee. Aber ich hab's bekommen. Deutlich sogar. Echt? Ach, hier ist der letzte! Bastard. Ja, ist ja besser. Verlust. Bastard. Ohne deine Hunde bist du nichts wert! Weiße Maske, namenlose weiße Maske. Gib mir die weiße Maske. Gewand, Handschuh, Hose. Was macht die? Kann ich sehen, was die macht? Stufe 97 übrigens. Kein Zufall. Ist es hier der Feuerriese? Feuerriese. Ach, da ist er. Das ist der Feuerriese. Der hat 4 Leben, okay. Was ist denn das hier?
Das ist ein Lacherboss, merke ich direkt. Guck mal, wie langsam der ist. Was das so? Okay. Digga, muss ich da jetzt jedes Mal hinreiten? Da muss es doch irgendeine Gnade geben. Los! An den Fuß! Jawohl. Ah, das wird auch fast durchgegangen. Der rollt schon wieder richtig gegen. Steig mal ab und safte ab. Topfdecke. Zweite Phase, lol. Alter, der ist umgeknickt. Ja, dein Drecksfuß. Hab ich beackert. So wie deine Hurenmutter. Was willst du machen mit dem Fuß, hä? Ah, kenn ich. Den Warnbeinbruch hatte ich auch schon. Ah, mach ab, den Lachs. Ah, mach ab. Sein Fuß! Was wird das jetzt? Außenbandriss 6 Wochen raus. Digga, was geht denn hier? Hab kein Leben mehr. Der hat ein Auto. Ich schaff den Train nicht mehr, leider. Ja. Geh ran. Schaff da ab. Zweite Phase ist ja unglaublich entspannt. Ne, warte mal ganz kurz. 2000 Schaden, wieso geht es nicht runter vom Schaden? Ich hab nichts mehr zum Trinken. Digga. Okay, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich. Flipp ich aus. Kurz ran da. Sprengen. Ausweichen. Geh an deinem Bein. Jetzt weiter nicht wieder weg. Ich sehe schon wieder nichts. An den Fuß. Er rollt die ganze Zeit. Ich trete ihn. Komm, Disco-Proben, gib die Tipps. Ich kann das jetzt nicht mehr. Um 5.41 Uhr. Ja, ich will. Ganz einfach. Jetzt muss ich ernsthaft. Ich brauche diesen Blutungsschaden. Jetzt. Defensiv. Thank you.
deinen Oberschenkel ran. Bearbeite den Oberschenkel. Geh an deinen Fuß. Ja, warte mal. Das war sogar gut. Das muss der Durchgang sein. Spann dich mal, spann. Seine Hände. Hab ich Mana? Nee. Ach du Scheiße. Nichts, Bro! Jetzt saft ich auf. Safte auf ihn ab! Saft auf ihn ab! In seine Nuttenfresse! Feuerriese! Echo des Feuerriesen, gib meine Kohle 180k, sei ich! Ist das geisteskrank! Komm her, du Hure! Komm her, du Hure! Und tot? Digga, diese Hunde nerven mich halt. Das wird jetzt ein Quickie. 10 Sekunden, stopp die Zeit. Saft lieber sie ab. Scheiße, ne? Scheiße, ne? Scheiße, ne? Jubel des Blutes! Gib mir meine Kohle. 0 Euro, passt. Das sind die Jungs? Ja, das sind die Jungs. Aber die geben ja nicht mal, so eine Story mit. Die reden ja nicht mal. Was ist das für Loser? Ja, die sind auch nicht so stark. Dick und doof. Ach, es sind einfach zwei. Die zwei brechen. Digga, das ist voll ehrenlos, dass die zu zweit sind, die Bastarde. Was ist denn das hier? Mach einfach mal. Oh mein Gott. Was ist denn das? Der rollt auf mich zu, Bo! Der hat mich überholt, der Fettsack! Ist das krass. Ich geh mal. Mach mal den anderen Wichser hier. Ist das geisteskrank. Geh mal auf den dünnen hier. Ach guck mal, der bekommt dann. Sind die schwieriger als Mock? Ohohoho. Mach weiter! Was ist denn das? Was ist denn das? Der ist wieder da! Digga! Der ist wieder da! Aber der Dicke ist weg, der Dicke ist weg! Warte mal! Hey, ich schaff das! Ich hab keinen Mana mehr. Ich schaff's auch nicht. 1 gegen 1, ich schaff das safe! Saft ab, Blutungsschaden, die auch Blutungsschaden, alles anspannen. Oh, er ist wieder da, der Dicke ist wieder da. Der Dicke ist wieder da.
das war ein guter Try. Scheiß Versuch. Spiel lauter. Digga, das Spiel ist so laut. Hilfe. Wenn ich einen jetzt nochmal von den Daumen bekomme. Scheiße. Es war so gut. Hätte ich einen Down. Oh, schade. Ich hab zweimal das gleiche gemacht. Scheiße auch. Die ersten Angriffe müssen sitzen. So, das ist einfach auszuweichen. Ich muss halt immer zwei irgendwie. Ich geh auf ihn rauf, scheiß auf. So, die Hälfte abgezogen. Bastard. Mann, diese Rolle! Diese Notenrolle. Schade. Ey, Digga. Wie schlau die sind, immer in dem Moment, wo ich mir einen so Zipper reinhaue. Holst du ihn wieder? Holst du deinen Nottensohn, Bruder, wieder? Jetzt auf da ab, jetzt auf da ab. 1 gegen 1. 1 gegen 1, Bro. Wo bist du? Wo ist der Fette? 1 gegen 1. Mach nicht deine Rolle. Besser wird's nicht. Wollt ihr ihn wieder? Ja. Nein. Nein. Ist ja nichts. Bitte. Ich kann es schaffen. Er muss sterben, der Dicke. Ich bin gerade übertrieben nervös, ne? Ich habe nichts mehr. Du oder ich? Du oder ich? Ohne Lacher, Schlafsachen, ohne Lacher, wie heißt es, Asche, ohne die, wie heißt es, Balsäke der Lacherhaftigkeit. Mit Ehrgeiz, Chat, weil ich hier drin Herz habe, weil ich Herz habe hier drin. Eigentlich wollte ich mich viel höher leveln, als wenn ich gegen den reingehe. Ach, guck mal, ich habe sogar meine Runenfragment. Ich muss mich gegenheilen, meintet ihr, ne? Sobald der zweite Phase ist. Jetzt, ne? Boah! Aber ich hatte Runenfragment-Chat. Ich hätte es eh nicht schaffen können. Das ist das Problem. Ich hatte gerade sozusagen 40 Level mehr. Ich werde ihn nicht killen. Ich will nur, dass er leidet für mich. Ist das krank. Kannst du es unendlich machen?
Ne, jetzt nicht mehr. Zweimal oder was? Zweimal kannst du es machen. Oh. Ehrenlos? Wieder ehrenlos? Okay, ich muss kurz konzentrieren. Das hier? Oh. Tor! Ich fick ihn mal. Keine Ausdauer. Ist das krass? Ist das krass? Das war aber ein guter Versuch. Jetzt muss ich Blutungsschaden durchbekommen. Das nervt so krass, die Attacke. Ach du Scheiße, man kann ihn nicht mehr treffen dann. Mann, Bro, diese. Wo soll man ihn denn schlagen in der zweiten Phase? Das ist der Try. Nicht gierig sein. Oh nein. Blutungsschaden muss gleich kicken, ja, kein Problem. Hast noch 7 Leben. Alles gut. Kann ich den ganzen Tag. Wieso trifft mich das? Blutverlust. Mach was. Oh mein Gott. Bitte. Saft ab. Ich hab euch gesagt, dass das der Try ist. Die hat mich belächelt. Diese scheiß Götter, Skapell, Duo, habe ich gekillt. Und Mock habe ich gekillt. Mit taktischen Anweisungen. So, hier ist jetzt ein Boss und den werde ich, da werde ich absaften. Der Feuerriese hat mich 20 Mal oder so, 25 Mal gekillt. 5 Subs. Ne, ich guck's mir erstmal an. Ich guck's. Bin fast tot. Ja, guck mal, den Damage. Hast du es überhaupt gemerkt, wenn er dich gerade getroffen hat? Was meinst du, unterschätzen dich doch nicht? Ich kann nichts mehr brechen, ich spiele seit Jahren die Weekend League. Was ist aber hier? Reaper, du bist sehr leise bei mir, muss ich sagen. Ja, weil der Sound hier so laut ist, ich weiß auch nicht, immer. Boah, wie schön das aussieht. Boah. Damage ist sehr stark, du kriegst nicht viel Damage. Ich sag 3 Versuche, 5 Subs. Ja, passt, machen wir. Haben wir 5 Subs gegen Chris angenommen eigentlich? Ja. Echt? Jetzt haben sie ja, langsam Angst. Warte, weil er hat einfach gar nichts gesagt, er hat einfach gespielt. Du musst loslassen, Chris. Jetzt haben sie Angst.
Was ist denn das hier, eine Win-Win-Situation oder was? Jetzt haben sie Angst, jetzt haben sie Angst. Ist eh noch nicht, also es hilft immer. Lacher, ich bin eh. Lacher. Level OP-Bild mit Level 103, das Spiel schon durch mit Level 100. Oh, der ist gar nicht so blutungsanfällig gewesen, ne? Nee. Tatsächlich. Gibt's nicht auch ein Schwert, was bei L2 diese Bubbles macht? Die explodieren ja, ne? Bei den Spinnen sogar, oder? Zauber, eigentlich. Aber vielleicht gibt's auch ein Schwert, ja. Der wird auch bei dir absaften, leider. Guck mal, wie das gedodged wird. Da wird ja nichts gesagt, oder? Da wird nichts gesagt. Da wird nichts gesagt, Bro. Das war's, Chris. Die Gier. Und ich glaube, das werden wieder 5 Naschis, Leute. Ich glaube, hier könnten wieder 5 Muggel rauskommen. Ich habe nur noch 5 Bosse. Ich habe nur noch den Endboss. Ich habe Malenia, Malikit und irgendwie noch irgendwie einen Godfrey und irgend so einen Rittertyp, sagt mein Chat. Ja, hast aber du das Ding ist. Weltbestie und so schon gemacht oder was? Nein. Nein, Digga, er hat jetzt noch Malekith vor sich. Er ist Level 113, dann kann man auch mal Malekith langsam machen. Ach, der Malekith noch. Ja, stimmt, das ja, hat er gar nicht gemacht. Ja, hier sagt, vor dir ist eh noch ein Boss. Mach den erstmal. Das nervt so krass mit der Ausdauer, ne? Deine Ausdauer ist eigentlich schon gut, du musst halt nur noch mal warten, bis du voll bist, bevor du wieder attackst. Nicht die ganze Zeit spammen. Guter Dodge, den habe ich gesehen, ausnahmsweise mal. Ja, schade. Boah, Digga, die Attacke packt sich gar nicht von dir. Hat der gerade ein Schwert im Mund? Oder so aussieht. Abgesaftet, gut gespielt, gut gedodged, danke Eli, bitte Eli. Das war einer der schwereren Drachen tatsächlich. Zack. Nicht schlecht. Danke. Erstmal muss der dir aber geben. Lacher. Ja, er muss dir noch ein bisschen geben, was du brauchst. Ja. Boah, kracht's da. Der hat mich auch ein paar Mal gekloppt beim ersten Mal, Digga. Das weiß ich noch. Digga, was macht denn der für einen Schaden, bitte? Ja. Yeah. Ach, das ist oh, ja, da ist der Killer schon wieder. Wichtig. Das war fast No-Hit für den. Okay, da hinten, wo du hinguckst, rechts kannst du runterspringen. Rechts von ihm. Siehst du da, wo dieses Geländer kaputt ist? Da kannst du runterspringen, da ist direkt eine Gnade. Wie bezweifelst du ihn, oder was? Nicht nice, wie lange er gesneakt hat, bevor er dann den Hit kassiert hat. Da werde ich bis 5 Subs, ein Try, sage ich. Das ist ja wirklich ein NPC. Bist du geisteskrank? Digga, wie kann man so ein Trickbetrüger sein? Doch, also das finde ich, sogar ich sage, finde ich fair. Warum kann ich denn nicht mich andings dann? Er sieht dich nicht hinter der Sonne. So krass. Ja, Digga, immer dahin zu laufen ist. Immer dahin zu laufen, also ich mache jetzt noch ein Try. Reihe-Kombo. Wenn ihr noch einmal sagt, dass ich überlevelt bin, dann werde ich eure Twitch-Kanäle irgendwie zum Fall bringen. Oh, war das schön schon wieder. Das war so ein wunderschöner Kampf. Er spammt halt die ganze Zeit dieselbe, das macht so aggressiv, ne? Ja, der ist echt scharf, Alter. Schmelzt die Ritter von den Minibossen der stärkste im Game, glaube ich sogar. Ja, also. Ich komme gar nicht dazu, ihnen Hits zu geben, Leute. Unmöglich, Jungs. Gute Rolls, dann gierig. Oh mein Gott!
Man hat leider nichts gehört, man hat nur sowas gehört. Ich hasse euch, habe ich glaube ich verstanden, aber dafür kann ich ja nichts, dass du ein Lacher bist. Es ist unmöglich, ich schwör's dir, ja. Der Typ, das ist schwieriger als ein Endboss. Weißt du was, 5 Subs, weil ich ein Macher bin und ich werde jetzt um mein Leben spielen. Ich sage erstmal danke für die 5 Free Subs. Kann ich da einsteigen, Eli, ist da noch was Macher, Alter? Ich würde sogar mir auf 10 erhöhen, auf korrekt, aber auch. Chill mal, ich gehe jetzt rein, Ich sag, er macht wieder No-Hit-Challenge mit Eli. Oh, und da dippt er natürlich. Man kennt ihn. Was jetzt, hast du da dein Pferd ausgerüstet oder was? Das denkst du, was du da machst, hä? Guck mal, er hat 4 Runenbogen, er benutzt einen. Und der Schlimme ist, er verliert jetzt einen Runenbogen und 5 Subs. Mann, nicht gierig gewesen, smart. Ich bin gierig. Frisk kriegt jetzt kein Nasenbluten. Digga, ich bin so am Viben gerade. Alles gut. Der würde sich jetzt so hops nehmen, wenn er jetzt nur. Der darf diese 5 Subs gar nicht bekommen. Nein, alles gut. Also, das wäre jetzt respektlos, wirklich. Wird nervös. Der wird dich nonstop abfacken, wenn er jetzt 5 Subs gibt, von dir noch kriegt, dafür. Ja, das ist echt over, Chris. Der würde das für immer unter die Nase rein. Real Talk jetzt. Zum Glück hat er meine Wette gepasst, Alter. Gott. Was war das denn, ey? Nicht die Führung verspielt. Das berühmt mit 2-1. Was macht er da auf einmal? Okay, jetzt blutet die Nase ein bisschen, seine Hände werden schwitzig, er spannt gerade alles an. Digga, mit seinen Arschbacken könnte er gerade Nüsse knacken, Alter. Holy shit! Sabta! Er führt der gierig. Er hat ihn. Gib mir 5 Subs. Ihn. Gib mir 5 verfickte Subs. Er ist einfach aus dem Discord raus. Gib mir und meinen Muggelchat 5 Subs. Jetzt sofort. Muss ich den legen hier? Ja, der hat mich mehr gefickt als Malekith, Alter. Echt jetzt? Ja, ich hasse den. Mann. Und vielleicht bist du jetzt stark genug, wer weiß. Nein, muss man nicht. Den kennst du schon. Ja, aus dem ersten. Achso, ja, du kannst auch vorbeirennen, maybe, ja. Aber du musst jeden Miniboss legen, hä? Wie der Schmelzziegel, bitte. Digga, der macht ja nicht mal. Ich mach ja nicht mal Schaden für ihn. Ja, bis Blutung kommt, dann machst du Schaden. Ja, der ist jetzt weg. Was ist, wenn ich einen schlauen Lebenruf mache? Zählt als tot, aber sag ich. Alter, das hat er so gehört. Ja! Schon wieder. Er checkt es halt. Krass. Was ist los? Ah, ich schaff den werde ich auch schaffen. Ich check seinen Angriff, ne? Vor allem mit Blutbild, ne? Also ich bin so horny. Ich auch. Ganz schlimm, Mann. Weil man fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass du es gleich schaffen musst. Ja. Boah, ist das egal. Die musst du perfekt timen, den Dodge. Das ist so der härteste Dodge im Game von dem Gegner hier. So den zu timen, diese Attack. Glaube ich, keine schwierigere Attacke. Also unter 10 Versuche schaffst du den. Das ist ja ein großzügiges Ding. Kann ich da einsteigen? Fritz oder stirb. Kann ich einsteigen?
Sagt ihr, schaffe ich nicht? 5 Versuche, 10 Subs kommen. 5 Versuche ist fair. 5 Versuche ist fair, ey. Jetzt hört auf, ey, also jetzt einfach, du hast 3 Mal. Bro, jetzt mal ohne Spaß. Du kannst deine ich hab dir 10 Subs geschenkt. Du kannst deine Call of Duty-Spieler verarschen, aber mich kannst du nicht verarschen. Also jetzt mal ohne Spaß, frag den Chat. 5 Versuche, 10 Subs ist mehr als fair. Chris ist der Wirt, schreib mir. Das ist sehr fair. 5 ist so fair. Fritz oder stirb. 5 ist so fair. Okay, nein, 5. 5 Tries, 10 Subs, komm. Ist fair. Hey, das ist unnormal fair. Digga, du hast gerade 3 mit mir gekämpft. 5 Subs, 5 Versuche, das ist es. Digga, warte mal. 10 Subs kriegst du nicht. Du hast schon 10. 7 Subs will ich. Ich bin perfekt ausgewischen. Das ist ganz kurz zu früh. Das war perfekt. Verstummen Sie im Discord. Der Enkeltrick-Betrüger. Ach, es waren 7, stimmt. 7 Subs waren es, nicht 10. Aber guck mal, das ist doch jetzt eine coole Rüstung, oder? Deformierte Dachrüstung, die ist doch safe stark. Ist halt eine schwere Rüstung. Oh, also ist ein bisschen schwieriger. Und warum hörst du von Reapers nichts mehr? Was ist denn da los, ey? Er hat gerade First Try gemacht. Jetzt schulde ich ihm nochmal 7 Subs. Also Leute. Ja, aber ich sag ehrlich, Chris, das war eine dumme Wette. Ja, Güte, ja, ja. Jetzt die dummen Wetten. Das sind die dummen Wetten. 22 Subs, weil ihr nicht in den Gamer of the Year belieft, okay? Ich werde absaften, Chat. Ob ihr wollt oder nicht. Ich werde jetzt reingehen und ich werde diesen scheiß Nuttenboss besiegen. Mit euch oder ohne euch. Wette auf, ihr Lacher. Rein da. Legt Eli Malikat vor 1.45 Uhr. Halbe Stunde. Ich werde heute ihn besiegen und den komischen Reapers-Endboss. Eli mit Kaiser, dem Allerechten mit der Geek-Brille und Reapers, dem Allerechten, der bei Turnieren leider nicht eingeladen wird, weil zu süchtig. Und dann ist der Flamme gewirkt aktiv und das Schwert ist nicht mehr... Das schaffe ich nicht. Das ist ein Quatschversuch. Ich habe kein Leben mehr, Chat. Und jetzt guck mal, wie er mich fickt. Phase 2. Das da muss ich nach 15 Sekunden schaffen. Dieser Typ jetzt, es ist unmöglich. Phase 2, ich werde absaften. Absaften, das Ding ist over. Ich finde es irgendwie so geil, Jungs, wie ihr gestern den Wecker gestellt habt und getrackt habt, wie lange aushält. Wir machen auch mal ganz kurz einen kurzen Spectator. Ich mach, Digga, ich mach so einen 31er, ich mach die iPhone-Uhr auf.
Stoppuhr. Ich stopp jetzt die Zeit, wie lange du lebst. 14 Sekunden hat er gestern geschafft. Ja, 15. Ich weiß. Das ist so geisteskrank, Digga. Diese Phase 2 ist din, din, so din, krank. Digga, Achtung, ich bin ready. Diese Phase 2 ist so geisteskrank, ich schwör's dir. Alle im Chat. Ich kann das stopp mit der Phase 2 nicht. Mach die Clownsmusik an. Mein Daumen ist so auf dem Mach die Clownsmusik an. Ich kann Phase 2 nicht. Ich hatte ihn gestern 15 Mal in Phase 2. Er hat mich davon 10 Mal nach 10 Sekunden gekillt. B steht für Beyblade. Wenn man kein iPhone hat, dann hat man kein iPhone. Einer schreibt eh, ich versuch Mainbosse ohne Mimiker. Guck mal, wie er auf Zeit spielt. Er hat mich nicht getroffen. Oh. Damit er sagen kann, er hat 35 Sekunden ausgehalten. Das zählt nicht. Naja, und okay. Da ist das Gelächter dann. Boah, für Effekt. Hä? Pack mal weg, Chat. Ist doch nicht mehr so witzig. Er ist tot. 45 Sekunden. War aber nicht, Digga, war nicht mal kalt. Ich hab eh losgelassen in dem Versuch. Gespannt. Ja, die ersten Games werden ja entspannt. Mods, bitte mitzählen, wie viele Tode. Ich werde ihn schaffen. Ich geh vorher nicht offline. Arsten, ich hab eine Frage. Ich werde jetzt, wenn du mich mir auf den Sack gehst, werde ich noch mehr reden. Die ganze Zeit, ich rede den ganzen Abend. Wie ich den Buff richtig benutze! Deine Freundin hat mir schon den Ausschlüssel gegeben. Sag mir, wie es geht! Wenn du jetzt rumstotterst, dann komme ich in deine Wohnung und red neben dir. Dann kannst du mich nicht mal stumm stellen. Sag mir jetzt, wie es geht! Wie benutze ich den Buff? Ich habe den nur ab und zu als Meme ausgepackt, aber dann habe ich gemerkt, die Buff ist ultra OP. Ah, ich habe den Endboss mit Garzes Rad oder so, ne? Ich gucke für dich, mein Süßer. Danke. Die ist ultra, ultra geil, die Waffe. Die erkennst du, wenn du sie hast. Ah, ich habe sie diesmal nicht eingesammelt. Warte, ich glaube, sie heißt Garzenstraße. Ja. Doch, ich habe sie doch. Apropos, warte, bevor du weitermachst, weil du süßer Waffe gesagt hast. Phase 1 ist Lara, da bin ich ganz gut. Ich kann auch seine Angriffe eigentlich ausweichen. Warte. Spiel's doch! Bleib bei ihm dran. Probier's mal. Okay, das war Quatsch. Mit Gemütlichkeit, ja, da haben wir ja auch gerade noch witzig. Mann! Oh. Oh. Ja! Aufgeschnitten! Simsim! Ein Drink noch loslassen, sagen sagt man besser. Gut verhalten, aber. Jetzt. Ne? Sauber. Schön, wie der Balken sich so von alleine einfach leert. Ich habe zwei Angriffe, wo ich den angreifen kann. Schöner Boss-Chat, aber auch ganz schön schnell weg. Jetzt muss ich zu ihm springen. Ich habe gelernt. Doch nicht gelernt. Ich lass los. Echt? Das war mal ein guter Try. Actually. Real talk. War wirklich gut. Was ihre Questline ist. Weil ein Zuschauer hat das irgendwie das Problem. Er hat den Schlüssel geholt, aber Rani ist nicht mehr in ihrem Turm. Oh. Oh. Da war wieder ein bisschen Damage im Haus, Chat. Huch. Huch. Steht das dann da auch? Reise ja. 170 oder so? Ich kenne. Das irre, Alter. Ich kenne. Digga! Wie viel ein. Also, das ist geisteskrank. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre Phase 2, ne? Oh mein Gott. Hä? Mir hat so viel nicht Leben gefehlt, wow. Und ich habe einfach so 7-8 Punches genommen. Ja! Digga, du wurdest auch mal in irgendeinem Run, ich weiß nicht mehr, von Godfrey oder von Morgoth so aufgespießt oder von Godfrey so geworfen, weißt du? Ja. Und Digga, du verlierst einfach so ein Viertel. Oder so ein Drittel oder so. Und ich. Einfach One-Shot, wirklich komplett full life. Er spießt mich auf und dann kommt ja dieses Disrespect-Geräusch und dann. Jungs, so kurz, Eli ist gerade von der Arena geworfen worden. Das wollte ich nur nochmal in den Raum werfen. Oh, ich fand von der Arena geworfen worden. Ich fand's auch so geil, wo er gestern große Lippe riskiert hat. Geht in den Bossraum rein,
und rollt von der Map. Tatsächlich, Eli, bist du mein Gamer of the Year, weil ich habe noch nie, ich habe tausende, aber tausende Stunden Elden Ring Streams geschaut, noch niemals ist bei Malekith in der Arena einer runtergefallen. Da war ich auch kurz vor ihm, ja, da warst du auch schon so. Da warst Trauma. Du am Chat kleben noch schlimmer als Eli. Wie geht das dann? Da habe ich einfach nur noch gewartet, bis jemand jetzt was schreibt. Ey, Jesse, genau so war das, Alter. Das ist so ein böses Dungeon. Ey, ich hab Full Life, er hittet mich in einer Combo, ich bin tot. Gute Bosse sind auch die, die dich in einer Combo töten. Also er hat mich zweimal getroffen, er hat mich getroffen, hat sich gedreht, nochmal getroffen, tot. Ich war fast Full Life. Wie er einfach wegläuft und denkt, dann ist das dann nicht irgendwie. Wenn er nicht hinguckt, ist er nicht da, Carsten. Verstehst genau. du? Treffer, er blutet. Jetzt Ambulanz rufen. Oh, der Spin ist so geil. Und er will doch nur den Weg zur Flasche. Elis Lippen sind wieder so trocken. Sie sind so trocken, die Lippen. Oh, dieser Spin in der Luft ist so schön, Reapers. Oh ja, guck mal. Das ist der schönste Finish, Mann. Der Spin um der 360 Grad Beyblade Spin mit der maximalen Range. Ist der jetzt im Casino Stream oder was sollen die ganzen Spins hier bei Eli? Ich sag euch eins, Freunde. Shit. Wisst ihr, was mich noch mehr bricht als Malekith? Diese Leute im Discord, wie sie sich freuen. Ich habe Reapers noch nie so froh gehört in den letzten zwei Wochen. Wie als wenn ich eine Combo von dem bekomme. Digga, das ist so krass. Hebt die Hand, Team Rot. Hebt die Hand und sagt, dass ihr Stinker seid. Denn ich werde jetzt in diese Phase 2 gehen. Und wenn es das Letzte ist, hebt eure Kritik. Mann, Bro, dieser Hurensohn, dieser Bastard. Ich hasse seinen Frostwirbel. Wieso diese Flächenattacken so schwer zu dodgen? Ich kann auch kein Feuer dodgen. Also es ist immer 50-50, ob ich es dodge, weil er nie weiß, wann ich genau rollen muss. So wie Eli beim Malekith. Ja. Let's play. Was? Also, Jello. Ja. Jello. Eli, wo sind wir auf der Skala von 1 bis 10? Das ist der Versuch. Das ist der ich muss mal eine Sprache machen. Warte. Du musst gleich kicken. Du musst gleich kicken, aber ich kann ihn nicht angreifen. Okay, muss doch nicht um Surf raus. Es ist so spannend, Reaps, warte. Muss doch nicht um Surf raus, richtig. Es ist so spannend. Oh mein Gott, warte, was? Es ist so spannend gerade. Vollscreen. Blute nicht, Jello, du darfst nur nicht bluten. Gut gedodged. Das ist der Druck, das ist der Druck. Und seine Lippen sind trocken. Oh Gott, die trockenen Lippen. Marika, du Hurensohn! Die Blutung hat's gemacht. Let's go! Clap in the chat für Eli Jello. So, und da gibt's jetzt eine Anzeige, aber die nehme ich in Kauf. Oh mein Gott, das war so laut, man hat es im Discord gar nicht gehört, Digga. Das war wirklich gar nichts. Ich sagte, du warst im Discord, aber nichts gehört. Als ob du nichts gesagt hättest. Das heißt dann aber auch, dass Discord erkannt hat, wie verdammt laut du warst. Und das war der Preis. Du besiegst Malekith im Kauf einer Anzeige. Verstehst du? Ist es aber auch wert, sage ich. Und das nenne ich Durchhaltevermögen, Chat. Stark. Mama, ich war dabei. Und das nenne ich Durchhaltevermögen. Wie oft hat er mich gekillt? Hat die Blutung am Ende gekickt nochmal. Ist das geil. Ja, aber die habe ich mir erarbeitet, Reeves. Ja, weißt du, wie oft ich ihn hitten musste? 97 Tode. Das ist kein Zufall. Er hat mich 97 Mal gekillt. Das ist der König von diesem ganzen Ort hier. Der hat alles erschaffen. Der ist der Motherfucker schlechthin. Hier fliegen ja überall Drachen rum, ne?
Ja, ist aber Hauptmann. Der hier ist der King. Aber der greift einen ja kaum an, oder? Will ich ja, geht jetzt erst los. Oh, komm mal, den Dodge. Er ist auch wirklich leicht, aber ist so. Sieht einfach cool aus, die Arena und wieder die Blitze und wieder teleportiert und sowas. Ja. Das Wetter. Das finde ich halt geil an dem. Übers, weißt du, ob man diesen Sprung noch machen kann bei der Stadt mit dem Spiegelgefängnis oben um die Ecke für den Teleporter? Keine Ahnung. So hartig bauen? Also, weiß nicht mal, welchen Job du meinst, Bruch. Ich will noch einmal diesen Bogenschützen sterben, krass dich nämlich richtig aus. Ich hab jetzt 5-mal getötet. Ja, das sieht geil aus und sowas. Aber der ist nicht schwer. Also nein, also so, das ist halt ein bisschen. Gegen Feuerriesen habe ich das auch nicht so gefeiert, wenn man den Gegner nicht so richtig sieht, weißt du? Jetzt habe ich noch 5 Versuche, damit Eli mir ein Steak ausgibt. Das Wurfmesser verkürzt einfach nur die Zeit. Ach, so gierig. Jetzt läufst du nochmal den Weg der Schande, mein Bruder. Das nervt so krass. Das ist das Allerwichtigste. Christoph, deine Schminke muss sich, die Perücke ist noch auf, dein Einrad, du sitzt immer noch drauf und ganz laut läuft im Radio. Ich bin hier seit 15 Minuten. Ach, ich muss ein paar Mal mehr ausweichen, dann passt das. Oh, du bist wieder runtergefallen. Digga, oh, jetzt kommt der Zorn. Lass es an mir aus. An diesem einen Ding, einer schießt von rechts, einer von vorne. Was soll ich machen? Am besten gehst du jetzt einfach offline, Chris. Lacher! Malenia wartet noch auf dich. Ich will nichts hören von dir. Du kannst eh gleich wieder sagen. Lacher will. Hier kann niemand was sagen. Wenn ich gleich Malenia wieder ficke und dann heißt wieder Lacherbild, aber dass ich Level 200 noch bin, das wird wieder verschwiegen. Bei Reapers läuft's gerade gut, muss ich sagen, aber das Ding ist, es ist egal, wie gut es läuft, ein Hit ist die nächsten nichtig. Ruhe, Fokus. Oh. Fokus, Vertrag, Eli. Vertrag. Mann, ganz ehrlich, was ist das für ein Dreckskampf, Bro? Ich sehe die ganze Zeit sein Drecksbein und das ist voll der Dreckskampf. Digga, was ist das für... Das ist der nervigste Boss von allen. Ich hasse dich, Reapers. Bro, wow, man kann ihn gar nicht richtig fighten. Wow. Jetzt gucken wir noch Eli beim Bruch zu und wie der sich beschwert, dass man den nicht fighten kann oder sowas. Kann man doch nicht. Ja, der Boss ist schuld. Ja, Bro, guck dir das an. Er macht man muss die ganze Zeit einfach wegrennen vor dem. Hä? Ja. Man muss sehr geduldig sein, ne? Komplett. Vor allem, du kriegst ja sogar einen Hit, wenn du zu schnell reinläufst bei der Free-Attacke, ne? Ja, auch ein Hit schon. Das zählt schon, genau. Deswegen, also diese Rose da ist schon geil, dass die das macht, aber nicht so geil wie bei anderen Builds. Das ist halt bei meinem Build todesgeil, weil ich hau ja so auf die Fresse. Also ich mach das hier noch ein paar Mal, Chat, aber das ist der Urwirt. Also, wie geht das? Keine Aussage mehr. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ich hab kein Leben mehr, Chat. Ach du Scheiße. Ist das geisteskrank, ne? Also deine L2 da von Tutiger Metzler und halt mit beiden schlagen und springen am besten. Weiß nicht, R1 oder so ist das? Weiß gar nicht. Oder halt mit beiden schlägst, genau das, was du jetzt gemacht hast. Das ist überhaupt nichts. Komm mal, sein Fuß, ich bleib stehen. Guck mal seinen Fuß, Bro! Guck mal seinen Hurensohn-Fuß an! Und er hat Reapers gestänkert. Er liegt gerade im Bett auf seinem Kissen mit dem iPhone so halb, so ein Auge zu, das andere auf. Und er lacht gerade über dich. Ich weiß. Kann aber auch lachen.
Feuer, scheiße, ich kann das mit diesem Feuer nicht. Wieder an seinen Bauch. Stark. Blut und Kickflash, ich hab eigentlich noch was. Heißt, genau da willst du ihn angreifen. Ja, was ist das? Der war einfach nur dumm, einen Tank verloren. So, 9 Tränke. Das ist gut. Ich hätte 10 haben können. Digga, werd nicht zu gierig. Du hast noch 2 Heal-Tränke und du kannst gleich L2 machen an ihm. Dann ist 2. Schicksal. Alles anspannen. Ich glaube, ich muss loslassen. Ich brauche deine rechte Klinge. Ich kann nicht. Ich habe keinen Heal-Trank mehr. Oder? Hätte ich einen mehr, hätte es gemacht. Egal was kommt, du versuchst jetzt einfach eben Damage zu machen. Und rollst auf gut Glück. Ab, ab, da! Ja. Ja. Ich werde diesen Drachen nie wieder in meinem Leben vergessen. Echo des verkackten Drachenfürsten. Ich bekomme nicht meine Rune von denen. 280k. Ist das krass gewesen, Chat. 4 Stunden habe ich für den gebraucht. Kaisar, du bist übrigens ein Macher, dass du an mich geglaubt hast. Und jetzt Malenia. Meine Stimme, ja, ich weiß, meine ist weg. Ich habe keine Stimme mehr, Chat. Ich habe ein paar Mal rumgeschrien hier. Marika, du Hurensohn! Ab, ab, da! Aber ohne Spaß. Also klar ist dein First Run, aber normalerweise, ich spiele gegen den nur auf Pluto und ich tank auch die ganze Zeit jetzt, Digga, ich verbrauche immer 10 Heilflaschen gegen den, ne? Und ich schlag ihn die ganze Zeit nur, so wie du es jetzt am Schluss gemacht hast. Genau, einfach absaffen. Einfach drauf, ey. Hard work, das war bis jetzt der abfuckendste Abfuck-Gegner. Ich dachte, Chat, ich brauche für den 5 Versuche, ne? Beim ersten Try, ich dachte, okay, was soll denn da passieren? Das war nicht so.